Nabu Osterode. Wir bauen eine Infotafel in Bad Lauterberg am Harz. Teil 2. Ja, herzlich willkommen, liebe Gäste. Heute hat der NABU mit seinen freiwilligen ehrenamtlichen Helfern eine Lehrtafel aufgebaut, die auf beiden Seiten Informationen einmal über die Flussbewohner und einmal über den fliegenden Edelstein hier präsentiert. Hier im Kurpark in Bad Lauterberg. Das ist der NABU Osterode, ganz herzlich bedanken bei der PPI Osterode. Das ist eine Projektwerkstatt für Jugendliche in Osterode, die diese Tafel gebaut hat, konstruiert hat. Der NABU Osterode hat mit seinen Spendengeldern die Tafeln bezahlt und das Holz und die Farbe, alles was dazu an Material gebraucht wurde. Ja, wir bedanken uns auch ganz herzlich hier bei der Kurverwaltung, die uns ermöglicht hat, diese Tafel an einem sehr attraktiven Platz im Kurpark zu präsentieren und hoffen, dass die Tafel lange stehen bleibt und ja, wünschen den Gästen viel Spaß beim Lesen und beim Informieren. Bereits am 16. Juni konnten wir in Bad Lauterberg unsere Infotafel vollenden und haben die von der PPI aus Osterode gebaute Tafel erfolgreich im Kurpark in Bad Lauterberg aufgestellt. Zunächst hatten wir Probleme, auf das Areal zu gelangen, denn ein Rosenmarkt in dem Park versperrte die von uns gewählte Zufahrt. Aber ein Hausmeister des Parks konnte uns schnell helfen, sodass wir diese Aktion zügig angehen und beenden konnten. Anfangs war es nicht ganz leicht, die Bohrungen für die Halteschrauben zu setzen. Diese können erst vor Ort gemacht werden, wenn die Pfosten in die Halterungen eingefügt sind. Kleinere Ungenauigkeiten hier bewirken, dass die Bohrungen in der Werkstatt, wo das Gerüst gefertigt wurde, unbrauchbar wären. Die kleinen Ungenauigkeiten beziehen sich natürlich auf das Fundament, das wir hergestellt haben. Das von uns gegossene Fundament war auch unbeschädigt vorhanden, so dass wir sofort losgelegt haben. Herr Wissmann, ein Denkmal dieses Afrika-Forschers steht in dem Park, steht nun also nicht nur auf dem Fels und überlegt, wie er das Gewässer überqueren kann, sondern er schaut zu unserer Infotafel und informiert sich offensichtlich über den Eisvogel, unseren fliegenden Edelstein. Die Tafel steht im Herzen des Kurparks in der Nähe einer Bankgruppe und an einer Weggabelung, so dass beide Seiten der Tafel für eine Information der Kurgäste und anderer interessierter Besucher genutzt werden kann. Die von Herrn Wissmann abgewandte Seite klärt den interessierten Betrachter über den Lebensraum Flusslandschaft auf. Nachdem wir ebenfalls das Dach auf der Infotafel montiert haben, fanden sich sogleich ein paar Beobachter ein, die sich über die neue Tafel und den NABU Osterode und dessen Arbeit informiert haben. Das war eine tolle Aktion bei gutem Wetter, die allen Aktiven viel Spaß gemacht hat. Es gibt hoffentlich noch andere Möglichkeiten, ähnliche Aktionen durchzuführen. Vielleicht mit Ihnen als Helfer des NABU Osterode. NABU Osterode e.V. Abgunst 1. 37520 Osterode am Harz. Sparkasse Osterode. Bankleitzahl 263 510 15. Kontonummer 804 99.